Mal was von Klopapier gehört? Hier ist ja alles verkrustet. Der oh nein! Let's rock. So, mir reicht's jetzt. Ich hau ab. Ich hab die Schnauze voll von dem Saftladen hier. Das Essen ist schlecht und der Wärter stinkt nach Scheiße aus dem Maul. Ich zieh jetzt nach Mexiko, such mir eine Frau und mach eine Eisdiele auf. Daniel? Das wird aber eine interessante Eisdiele, du. Geschafft. Hey, Daniel, stehen geblieben. Denk mich. Oh, Janik, ich hab schon wieder solche Bauchschmerzen. Oh, bitte, ich kann nicht. Oh nein. Voll ins Face geschissen. Oh, die können auch abstrahlen, ey. Ah, Tim, Alter, was soll denn das immer? Tut mir leid, Janik, ich mach grad eine schwierige Phase durch. Entschuldigung, ich musste gestern irgendwo meine Sonnenbrille verloren haben. Hey, ist ja nicht zu fassen. Kaum ist es wieder ein paar Grad wärmer, werden die Leute bissig. Ja, das stimmt. Ich bin doch nicht blöd, hier muss doch noch irgendwo die Sauer-Schafsuppe sein, die ich bestellt habe. Sauer-Schafsuppe? Oh mein Gott, die Ratten greifen an, sie haben mich am Hals gepackt. Sie wollen mich würgen, bis ich blau anlaufe und meine Augäpfel platzen. Beflüge dich, Katze. Willst du mich verarschen? Krieg, bring die Kinder in Sicherheit. Also, eine Katze hat eine ganz schöne Gedanken über Beutel, Alter. Jo, Junge, jetzt geht's ab. So ist gut. Fresst mir die Parasiten vom Körper. Sie hätten sich direkt mal ein Anti-Schuppen-Shampoo besorgen, Mister. Hier hinten sieht's auch nicht besser aus. Also fressen Sie gerade die Schuppen runter und nicht die Parasiten. Oh, das schmeckt bestimmt lecker. Mit Ketchup am besten. Haben Sie schon mal was von Klopapier gehört? Hier ist ja alles verkrustet. Oh nein! Hier ist alles verkrustet. Oh, oh. Oh, oh. Das müssen aber harte Schüsse gewesen sein. Auch Nabel ist auch voller Popel. Also wenn du mich fragst, ist das ein ganz schönes Dreckschwein. Oh, ja. Hey. Und höflich ist er auch noch. Wow, das gefällt mir. Du hast einen Mordsarsch, Baby. Alter. Naja. Was? Also das Geheimnis meines Erfolgs ist... Ja. Letztendlich, das ist die Sache... Ich glaube, den hat man nicht beigebracht, dass man mit vollem Mund nicht isst. Spannend angeht. Verstehen Sie? Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie die niedlichsten Affen Floridas. Gib deine Haare her, du bist schön los, hey! Ich hab doch gesagt, die sind echt. Ihr schönes Gib deine Haare her, du Mist! Ich glaub ihr wohl, ich guck nicht richtig. Sieh schon wieder, was machen Sie auf meinem Baum, runter von meinem Grundstück? Ich wollte bloß einen Apfel pflücken. Hier gibt's keine Äpfel, sind Komiker. Oh, bitte nicht! Ach, scheiß drauf, wir tun jetzt nicht. Nein, lassen Sie das! Oh, das muss der neue Nachbar sein. Dann werde ich mal gleich meine Pflicht erfüllen und mich vorstellen. Hey, Nachbar! Hä? Herzlich willkommen, freut mich, Sie kennenzulernen. Oh, oh. Na, leck mich doch am Arsch. Wollen Sie heute Abend mit uns grillen? Ah, ich esse lieber Sie müssen nicht gleich so nah rankommen, Mister. Komm her, du kleine Köstlichkeit. Hey, aufhören, lassen Sie mich los. Was ist denn das für eine Art? Oh, oh. Ach du meine Güte. Totale Tiersendung hier. Ihr habt also vergessen, mich einzuladen, ja? Na, dann hoffe ich mal, dass ihr Spaß habt. Werner, bleib ganz ruhig, allen Geschmack. Hey, warte ich, Werner. Oh ja. Mit eins klar. Man kennt den einen Freund, den man nicht einlädt und der dann vorbeikommt und alles zerstört. Also, ich hab den nicht. Ist an meinem Geburtstag auch keiner von euch Arschlöchern aufkreuzen. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Das Wasser ist doch ganz warm. Moment mal. Ah, mich hat irgendwas gebissen. Schlangen, Piranhas, Krokodile, Piranhas. Ja, Schlangen, Piranhas, Krokodile, alles in den einen. Oh. Leute, könnt ihr mir mal bitte helfen? Ich hab hier ein kleines Problemchen. Das schaffst du schon, Karin. Nicht locker lassen. Immer schön durchhalten, Karin. Ist das euer Ernst, ihr Idioten? Ihr müsst mir helfen. Keine Sorge, Karin. Ich rette dich. Manfred, nein. Oh, entschuldige, Karin. Wieso? Ich glaub, dir juckt den Fell. Verschwinde, das ist Mähball. Hey. Aufs Maul, hä? Lass mich doch auch mal mit dem Ball spielen. Wenn ihr damit spielt, dann bin ich das, kapiert? Du musst ja nicht gleich wieder zickig werden, Dörte. Was hast du gesagt? Zickig? Ich? Wen nennst du jetzt zickig? Ich hab dich in Stücke. So ungefähr fresse ich meinen Maisgoldmaul. Na, was hab ich euch gesagt, Freunde? Menschen sind echt bescheuert. Ja. Die Alte mit der Trillerpfeife hat ein richtiges Ding an der Waffe. Ja, nachher, wenn wir wieder losfliegen, kacke ich dir auf die Mütze. Solche Tagesausflüge sollten wir öfter machen. Ich glaube aber, das denken Tiere wirklich über Menschen. Ach Leute, das ist zu witzig. Keine Sorge, ich hab alles im Griff. Ja, das ist eindeutig. Eine besondere Form von Aerobic. Ja, oh, Ausdauer, Konzentration, jahrelange Übung und absolute Körperbeherrschung. Ja, sehr beherrscht. Oh, mein Arsch. Ja, sein Arsch zu schmerzen ist ganz schöne Körperbeherrschung. Junge, das war geil.